Ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber ich liebe es, Pakete zu bekommen. Tatsächlich weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Ich überlege die ganze Zeit, aber ich verstehe nicht wirklich, was das sein soll, weil ich habe eigentlich was bestellt, aber das kann nicht in diesem kleinen Karton drin sein, das, was ich bestellt habe. Schauen wir einfach mal rein. Ich liebe es, Kartons aufzumachen, deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das einfach mal zusammen. Ich habe dieses Ding ungefähr vor 3 Monaten bestellt. Jetzt ist es endlich da. Da ist es. Oh. Direkt ausprobieren. Und was ist das hier? Das ist das Armband, oder? Ja. Das ist das Armband, was man sich dann so um das Ärmchen machen kann. Okay. Aber da ist das, was wir wirklich suchen. Wow. Ziehen wir das mal raus. Ich gehe mal davon aus, wenn man das rauszieht, geht die Batterie wahrscheinlich rein, also so, dass die Batterie jetzt gerade noch keinen Kontakt hat und jetzt schon. Eieiei. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. So. Ich mache mal kurz schlau. Ich habe das Ding jetzt einfach mal da angesteckt und gehe jetzt in meinen. Starten wir mal eben schnell die App und gucken, was passiert. Also ich habe gerade Pokémon Go hier am Laden. Dann müssen wir einmal ganz kurz in die Einstellungen gehen, auf Pokémon Go Plus drücken und dann Pokémon in der Nähe, Pokestop in der Nähe, verfügbare Geräte. Bluetooth ist deaktiviert. Okay, dann aktivieren wir mal eben schnell Bluetooth. Und jetzt müssen wir eigentlich nur Schnellstart drücken. Pokémon Go Plus. Wenn ein Pokémon in der Nähe ist, vibriert das Gerät und blinkt. Grün für Pokémon, die du gefangen hast. Gelb für Pokémon, die du noch nicht gefangen hast. Drücke auf den Knopf, um es zu fangen. Weiter. Bisher leuchtet noch gar nichts. Nachdem du den Knopf gedrückt hast, leuchtet er entweder mehrfarbig, wenn du das Pokémon erfolgreich gefangen hast. Rot, wenn das Pokémon geflüchtet ist. Also, gelb, wenn ich was fangen kann. Und es dann draufdrücken, rot, wenn es geflüchtet ist und mehrfarbig, wenn ich es gefangen habe. Wenn du in der Reichweite deines Pokestops kommst, vibriert das Gerät und das Licht blinkt blau. Okay, das macht Sinn. Drücke auf den Knopf, um den Pokestop nach Items zu durchsuchen. Das Licht blinkt mehrfarbig, wenn du etwas findest und rot, wenn du nicht in der Reichweite bist. Alles klar. Dann würde ich sagen, funktioniert das jetzt schon? Sind wir jetzt schon verbunden? Da ist es. Es taucht direkt auf. Ein Klick und ihr habt es gesehen, es taucht direkt auf dem Handy auf. Hier unten steht's. So. Und gerade blinkt es weiß. Oder hat weiß geblinkt. Ich habe da jetzt einfach mal drauf gedrückt. So, Gerät nicht gefunden. Ich drücke jetzt einfach mal hier auf den Knopf. Und dann hier oben auf Verbindung zu Pokémon Go Plus wird hergestellt. Kopplungsanforderungen. Bluetooth, Pokémon. Ja, koppeln. Und theoretisch müsste das Koppeln jetzt funktionieren. Pokémon in deiner Nähe. Seht ihr die Farbe, wie es blinkt? Es blinkt grün. Das heißt, ich drücke jetzt einfach mal drauf. Mal gucken, ob irgendwas passiert. Da unten auf jeden Fall die Verbindung angezeigt. Und sehe, dass da drüben Taubsi wurde gefangen. So einfach? Tagebuch und Taubsi wurde gefangen. Hä? Okay, das war's. Eine ganz kurze Einführung. Wie gesagt, wenn das Ding hier blau blinkt, seid ihr in der Nähe von einem Pokestop, könnt draufdrücken und das Ding einfangen. Wenn es rot blinkt, dann seid ihr nicht mehr in der Reichweite des Pokestops. Wenn es gelb blinkt, ist ein Pokémon in der Nähe, ihr drückt einmal drauf, dann probiert es das zu fangen. Und wenn es das dann einmal gefangen hat, dann leuchtet es dann ganz vielen bunten Farben. Und wenn es rot leuchtet, dann ist es geflüchtet. Okay, ich hoffe, euch hat die kurze Folge gefallen. Ich wollte euch auf jeden Fall kurz Bescheid sagen.
und habe tatsächlich dieses Paket aufgemacht und dachte, okay, nehmen wir schnell eine Runde Clash Royale auf, weil ich mir dachte, komm, Pokémon Go ist gerade momentan nicht so viel los, weil halt irgendwie kein Update kommt, aber das Ding ändert einiges. Ich habe das Ding vor ein paar Monaten bestellt und dachte, es würde noch ewig dauern, bis es kommt. Und jetzt ist es da. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und mich jetzt direkt mal auf die Reise begeben und gucken, was dieses Ding kann. Auf jeden Fall einen Daumen nach oben in die Beschreibung. Einfach einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich werde es ausprobieren und weiterhin euch täglich Content bringen von Clash Royale, Pokémon Go, was auch immer. Ich warte gerade auch darauf, mein PC lädt fast schon, noch ist es nicht 19 Uhr, Battlefield 1 runter, das heißt, das kommt in den nächsten Tagen auch noch auf uns zu. Außerdem nicht vergessen, es gibt das Mittwoch immer jetzt einmal in der Woche iTunes-Karten zu gewinnen, das heißt immer bis Mittwochs und nächste Woche Mittwoch gibt es dann das erste Mal iTunes-Karten, was du machen musst. Kanal abonnieren, Like da lassen und dann einfach irgendwas Nettes kommentieren oder auch konstruktive Kritik, da stehe ich nämlich auch voll drauf. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ach, da hätte ich was vergessen. Schreibt's mir in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Fragen zu Pokémon Go Plus habt, ne? Also, egal was für Fragen, funktioniert das Ding, wenn der Bildschirm aus ist, funktioniert das Ding, wenn das Handy Pokémon Go nicht anhat, bla bla bla, schreibt's mir in die Kommentare, ich beantworte es.